Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Minecraft Online. Mit dabei sind Malte und mal Hallo. wieder Justin. Hallo. Okay. Ja. Dann leg mal los, mein Bruder. Ja, erstmal wollen wir hier zusammen mal pennen. Ey, Mittlerweile kann ich. lass es. Wie weit er einfach weggeflogen ist. Und jetzt kleinen Ruckler, der Media Player, Media Player, Media Player. Media Player. Irgendwie versucht Malte ständig gegen mich zu kämpfen, aber er verliert irgendwie ständig. Malte, Ja, weil ich wenn eine es scheiß nicht Rüstung an geschlafen habe. werden soll, dann muss das aber auch mal bitte Ja, schreiben. warte ganz kurz. Ich schwimme ganz kurz hier aufs Wasser. Wo ist Stitch dein Villager? Der Goldblöcke verkauft. Ja, das ist im Spielershop. Und wo ist der Spielershop? Beim Marktplatz. Und wo ist der Marktplatz? Oh. Achso, da bin ich gerade hinterhergelaufen. Ja, ich laufe doch schon schlafen. Alles klar. Gut, dann laufe ich jetzt Hey wieder Dennis, wie zurück. kann ich die Datei auf mein Desk ziehen? Was wie Das was? Texturenpack, was ich mir gedownloadet habe. Das ist in deinen Downloads-Ordner. Ach so. Dennis, wie findest du das Schwert? Das Schwert sah toll aus. Ja, Spaß. Oh, Schnee, endlich. Ja, Schnee, es ist Nein, auf. Dennis, was? Ich laufe gerade zu lang und auf einmal erscheint Schnee. Richtig lustig. Ja, auch für die Zuschauer, nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade der vierte Advent und darum wieder Schnee. Oh, das stimmt Jetzt, sogar. ja, und für die Zuschauer ist heute Ich kann das nicht auf meinen Silvester. Desktop ziehen, Dennis. Das ist schön. Dennis, und wo ist jetzt von Stitch der Herrn Händler? Das ist eine Truhe übrigens, kein NPC-Bewohner. Also, darum suche ich gerade. Hey, und wo ist die Truhe? Die ist am Marktplatz. Ja, und wo am Marktplatz? Bei den Riesenbaum, stimmt's? Ja, und da sind lauter Truhen daneben. Ich sehe hier nur so welche kleinen Dinger. Das So ist welche schön. kleinen Häuser. Hä, warum geht das denn nicht? Solche Häuser. Ja. Ich sehe hier aber keine Kisten, ne? Da sind ach, Schassen. Kannst du mich mal zu einer Kiste teleportieren? Nein, kann ich jetzt nicht. Ach, stimmt, das stimmt. Was ist das denn für ein behindertes Bild bei den Texturen-Pack? Welches Bild? Bei dem Steak-Pack. Was ist Das das für ein Bild? ist doch Bist du das? egal. Bist du Nein. das? Nein, da kennst du nicht Stegi? Ja, das bist du. Okay. Nein! Das Ja. ist das von Stegi, das Pack. Bloß umgeändert. Der Lava-Eimer sieht noch blöd aus. Das ist ganz normal, glaube ich. Ja, deswegen sieht der blöd aus. Kannst du mal aufhören rumzunügeln? So, dann sorry Malte und Justin, wenn ich euch mal die Talk Power jetzt wegnehme, da ich jetzt hier auch was ansprechen möchte. Und ihr könnt gerne zuhören, nur ja, ich werde jetzt erstmal hier die vierte Kerze anzünden, weil wie gesagt, das ist der vierte Advent und endlich mal die vierte Kerze anzünden. Wird ja mal Zeit, dass mal die vierte Kerze angezündet ist. Und Justin, komm doch einfach mal mit. Komm her. Hier, hinter dir bin ich. Hinter dir. Hier. Komm mit. Und da. Hier. Und die dritte Truhe von links ist das von Stitch. Ja, Michael. Na gut. Und So. zwar mit meinem Shop hier noch. Müssen wir danach machen, oder? Ja, jetzt sowieso nicht. Oh. Ja, ich lasse euch doch mal die Talk Power, aber ich möchte jetzt hier trotzdem noch ein Gesprächsthema an und mir. Schassen, du hast auch Talk Power. Ich? Ja, du hast auch Talk Power.
Ja, und zwar, wie ich schon gesagt habe, für euch ist heute ist heute Silvester und jetzt ist die Playlist gerade jetzt vorbei. Das finde ich aber nicht in Ordnung. So, ja, heute ist Silvester und ich möchte mit euch so ein bisschen hier erzählen über das Jahr 2015. Das Jahr 2015 hat sich jetzt so dem Ende zu ihnen neigt. Es ist der letzte Tag von diesem Jahre. Für mich sind noch ein paar Tage, für mich ist heute der 20. Dezember. Sind ja auch nur noch 11 Tage. Und die Tage gehen schneller, als man denkt In 4 Tagen ist Weihnachten. Ja, und ja, was hat eigentlich das Jahr 2015 so gebracht? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin trotzdem noch ein bisschen froh, dass das Jahr endlich mal vorbei ist, weil ja, das Jahr 2015 war es auch für mich sehr, sehr stressig, da ich in diesem Jahr meine Prüfungen hatte, Vorprüfungen, Prüfungen, mündliche Prüfungen, habe meine ganze Schule beendet, Ausbildung angefangen. Ja, aber wir fangen mal ganz klein an. Bezüglich zum Beispiel dem Server, was ist eigentlich im Jahre 2015 mit diesem Server Sehr eigentlich viel. alles passiert? Also, Anfang des Jahres 2015, so Januar, Februar und März, glaube ich, auch noch. Lief der Server noch mit der allerersten Map, die ich mal im 100er Folgenspecial gezeigt habe. Welche Map? Ja, es war mal eine Map, die wir Jens, Tom, Sam und Franz zusammen gebaut haben. Da war kaum noch jemand on und oder kaum einer on. Ich Und war seit, ja. ich glaube, ich bin seit, warte, ich glaube seit März oder ich glaube seit März bin ich auf dem Server. Kann sein, das Und kann sein. dann war ich eine lange Zeit nicht on. Hast du noch den Mod-Server mitbekommen? Ja, da war ich auch öfter drin. Ach, Da war ich stimmt, öfter. stimmt, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, auf jeden Fall war noch Ach, die guten Anfang alten des Zeiten. Jahres. Aber Anfang des Jahres war noch der erste Server. Das waren auch noch richtig gute Zeiten damals. Ja. Auch über Weihnachten, also letztes Weihnachten, also das Weihnachten vom Jahre 2014, war Bitte? auch auf dem ersten Server. Und ja, dann sind wir umgestiegen auf den Mod-Server. Das ist ja noch alles außerhalb der Aufnahme passiert. Da war ich ja noch nicht Let's Player. Und wir hatten hier die Strecke gekriegt. Och Ich nein. nicht. Denn Ja. es Ich hier höre ist erste ganz oben in der Zombies. Luft ein Block. Von wem ist der Block? Ach nee, das ist glaube ich von der Sonne, oder? Ja, da wird sich bei der Sonne verpixelt. Doch nicht. Doch. Bei der Sonne Oder? sind so ein paar Pixel außerhalb. Warte, ich mal Grafik. Wo macht man so eine Dennis? Wo macht man Sonne an? Sonne an? Option, Grafikeinstellungen, Details. Sun and Moon on. Achso, ja. Achso, nee, nicht wundern, auch ist Minecraft ist eigentlich Deutsch, aber das Pack ist auf Englisch. Wo der Typ eigentlich Deutsch ist, aber alles klar. Option, Ressourcenpacks, Grafikanschauung, das ist auf Deutsch. Nee, bei mir ist Helligkeit. Ja, manches ist auf Deutsch, manches ist auf Englisch. Meine Sonne ist ganz normal. Sind da nicht so. Zoom mal mit Optifine dran. Ja, mach ich. Ja, über der Sonne ist so ein Pixel. Ein ganz kleiner. Nein. Ja, Bei bei mir mir nicht. schon. Ich mach davon Screenshot. So, nebenberuflich und hauptberuflich müssen erstmal hier die Strecke reparieren, weil die haben hier die Eisenbahnstrecke dermaßen beschädigt. Das geht gar nicht. Man kann ja auch gar nicht mehr langfahren. Warte, Dennis, wie macht man Trank der direkt Schaden? Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls mit Streiche trinke und dann. In welchem Ordner werden die Screenshots gespeichert? In Bei Ruhm jedenfalls. Screenshots! Du gehst auf Prozess App Data und dann auf Screenshots. Dennis, du darfst reden. Ja, ich bin gerade am Schreiben. Deswegen kannst du reden. Ah ja, auch mal. Ja. Es ist nicht so einfach, konzentriert zu reden und gleichzeitig Dann zu verschreibt schreiben. man sich dann noch ab. Ja.
Bei mir ist gar nicht lächerlich. Aber nur lächerlich. Okay, hochgeladen ist Screenshot. Ja, jetzt ist er hochgeladen. Jetzt guck dir den an. Warte, ich gucke rein. Und da siehst du einen ganz kleinen Pixel. Weil er hat bestimmt irgendwas geraucht. Und der ist immer noch da. Hey, bei mir hast du immer noch das gleiche Bild drin wie von uns. Oh, doch nicht mein Avatar. Er hat das hochgeladen. In Aufnahme Minecraft Online. Ist hochgeladen. Nein, ist nichts drin. Achso, oh. Ich ganz dumm, wieso machst du das hier? Hochladen, ne? Jetzt einfach. Noch keine Textur. Und die ganzen Tränke und der Eimer auch nicht. Ja, ich habe schon zu Dennis gesagt, das Pack ist noch nicht ganz fertig. Ich mach das noch fertig. Ja, den einen kleinen Punkt. Dann mach doch deine Chance nicht zu hoch. Dann siehst du nicht. So, ich werde jetzt mal das Gesprächsthema weiterführen, weil es war ein bisschen Stress mit dem beruflich und hauptberuflich. Die sollen das auch sofort dann heile machen, weil es geht überhaupt nicht, dass die Strecke hier zerstören. Queven. Ja, zum Beispiel auch. Und ja, also wo war ich stehen geblieben? Ja, beim guten alten Mod-Server, den wir damals hatten. Der Mod-Server hat es nicht lange gehalten. Ich frage mich, wieso? Weil es gab bei vielen Leuten gab es Lags. Achso, ja, wie bei war mir. Sowieso, ja. Und es wurden ja schon einige Mods dann immer weiter entfernt. Unwichtige Mods und es hat immer weiter geleckt. Damals hatte ich auch noch meinen alten PC und ja, deswegen wurde dann ein neuer Server aufgesetzt und das war dieser hier, wo wir gerade bauen. Immer ja, noch. Seitdem bauen wir hier und das ist bisher der längste anhaltende Server und ich habe auch nicht vor, den hier nochmal zu resetten, nochmal neu anzufangen. Heute 18 Uhr kommt der allererste Folge. Ja. Was kommt heute 18 Uhr? Ja, der erste Folge von Varo. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme wird heute auch der erste Part von Minecraft Varo veröffentlicht. Für die Zuschauer ist es ja schon längst veröffentlicht. Ja, für mich noch. Lange. Das ist sehr Zucker schon lange. So, und ich werde noch ein bisschen Schnee schippen. Ja, dann werde ich mal das Gesprächsthema jetzt das auch mal wieder weiterführen. Ja, das uns. Ich habe dieses Jahr auch meinen neuen PC bekommen. Damals hatte ich noch einen PC mit Windows Vista. Einige werden vielleicht sagen, was, Windows Vista? Ich war eigentlich mit Windows Vista auch immer zufrieden. Ich weiß, viele mögen Windows Vista nicht, weil, ja, ich. Windows Vista frisst halt eine Menge Ressourcen. Das ist ja. Das bist du kann man auch ja nicht. Das kann man ja nicht das kann man ja nicht bestreiten und ja, von daher, dann habe ich mir einen neuen Rechner Windows 7 geholt. Mit Windows 7 war ich auch sehr, sehr zufrieden. Dann als dann Windows 10 rauskam, bin ich auf Windows 10 geupdatet. Das war ja auch schon zur Zeit meiner Let's Player-Karriere, sag ich mal. Dennis? Wenn du einen Spieler krittest, die Krits musst du dir geben, Junge, sind den von nice aus. Was? Die Krits, weil wenn du Gegner schlägst. Die kritische Krits. Die musst du dir angucken. Wir sind voll nice. Weil gefragt, wir reden gerade von Daily Hedge of Fake Boys zusammengestellt. Ja. Ja, dann werde ich mal jetzt weiter erzählen. Ja, und das war's bezüglich des Servers so. Habe ich ja schon erzählt. Meine Prüfungen habe ich dieses Jahr beendet. Habe meine Ausbildung angefangen. Also es hat sich auch einiges im Jahre 2015 ergeben. Getan. Und ich hoffe mal, dass im Jahre 2016 das Jahr nicht mehr so sehr stressig ist, wie das Jahr 2015 war. Weil mit Prüfungen, neue Ausbildung und so, das war äußerst stressig. Von daher, ja, mal sehen, was das Jahr 2016 so bringt. Hast du das gerade, Dennis? Nein, das hat einen Erfolg erzielt. Wer? Keine Ahnung. Wohl Mandy. Ja, dann erzähle ich jetzt wieder weiter. was wollte ich jetzt so sagen?
Ach ja, wegen meiner Ausbildung. Also es hat sich vieles getan. Dann mit Let's Play habe ich angefangen. Also es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn es auch manchmal so, ich abends so denke, jetzt muss ich noch ein Video rendern. Aber jetzt habe ich ja Urlaub, da ist es auf jeden Fall schon besser. Also darüber ich habe schon einiges vorproduziert. Zum Beispiel im Portal habe ich jetzt schon einiges vorproduziert. Da bin ich auch schon fast durch. Ob wie, es dann. Wie lange hast du denn bitte vorproduziert? Naja, ich. Porte macht richtig viel Wenn Spaß. Wenn das Video und rauskommt, ist Porte dann schon zu Ende? Weiß ich noch nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Och, kann ich Kafka weggehen? Oh. Der Zeit. So. Dann werde ich mal ganz frech, wie ich bin, hier mal Set Home machen. Das kannst ja, du? Ja, du darfst das. Ja, ich kann das, aber ich mache es auch nur aus einem bestimmten Grund, weil ich halt jetzt in der Aufnahme bin und sonst dauert zu lange, weil bald ist 2016, aha, liebe Leute. Aha, du darfst das. Ja, und ja, dann werde ich jetzt hier mal Slash Spawn machen, weil ich habe auch was richtig Schönes vorbereitet, was ihr dann im Jahre 2016 dann sehen werdet. Was bei mir? Ich werde hier schon mal hier nach vorne gehen. Und ja, ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das Jahr 2015 für euch war. Scheiße! Ihr könnt das ja gerne auch mal sagen, Malte und Justin, ich würde mal sagen, Malte, fängt mal hier mal an. Nee. Wie war das Jahr 2015 für dich? Keine Ahnung. Langweilig. Okay, und ach, Justin? Umgang. Der Fahrstuhl funktioniert nicht mehr, durch Malte. Oh. Der hat den Fahrstuhl kaputt gemacht. Der hat da nämlich Lava hingesetzt. Ja, ist ja auch mein Fahrstuhl. Achso. Okay. Kann damit machen, was ich will. Achso. Ja. Wann kommst du denn endlich mal wieder, Malte? Naja, es sind noch circa 2-3 Minuten bis zum Aufnahmestopp. Dann werden wir uns nochmal die Stadt so ein bisschen von oben anschauen. Wieso? Was, 2-3 Minuten noch? Ja, also nicht die Aufnahme, sondern der Part, meine ich. Den Part, meine ich. Hey, das kapier ich gerade nicht. Ja, das ist schön. So, ich werde mal Time at 8000 machen. Mal dunkel. Hey, ich möchte es auch sehen, Dennis. Was willst du sehen? Aber ich habe meine Chance nicht so hoch. Bitte noch nicht verraten, was gleich kommt. Dankeschön. Dann piepst raus. Ja, das muss ich dann rauspiepen, hey, beziehungsweise rausschneiden. Der Mond sieht voll nice aus. Meinst du, du musst dir den Mond angucken. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen so alleine reden, ohne dass ihr dazwischen funkt. Ja. Das Jahr 2050 hat sich dem Ende zugeneigt. Am Anfang des nächsten Parts werde ich dann hier so ein kleines, eine kleine Überraschung hier haben, was ich vorhin schon vorbereitet habe. Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich wünsche euch natürlich auch, euch Zuschauern, noch einen schönen Silvesterabend. Ich hoffe mal, ihr genießt die letzten Stunden im Jahre 2015. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass das Jahr endlich vorbei ist, aber naja, ein neues Jahr fängt an. Ja, auf jeden Fall eine Minute noch, dann ist es soweit. Dann ist das Jahr 2016 dran. Hier nochmal so ein bisschen herumfliegen. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Jahr 2015, wie es euch gefallen hat, ob ihr froh seid, dass es vorbei ist, dass es nicht vorbei ist. Oder ob ihr das Jahr 2015 total vermisst, was ihr so alles gemacht habt. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns im Jahre 2016 wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Und bye bye.